Herr Dr. Pausch, kürzlich sprachen Sie von einer Digitalisierungslücke. Was verstehen Sie darunter? Ja, unsere heutige Zeit wird sehr stark durch digitale Technologien geprägt. Andererseits wird in Krankenhäusern oder im Gesundheitswesen allgemein noch sehr viel Information auf Papier transportiert. Nun kann man dieses Papier zwar einscannen, aber das löst das Problem nicht. Denn so ein Scan ist nur ein Foto. Das heißt eben, für elektronische Systeme ist diese Information immer noch nicht zugreifbar. Und das ist die Digitalisierungslücke, die wir mit unseren Technologien schließen können. Welche Technologien bieten Sie an? Da ist zum ersten einmal die Texterkennung. Nehmen wir zum Beispiel einen Arztbrief, dann können wir eben diesen Brief auf Papier in ein maschinenlesbares Format umwandeln, das es dann eben erlaubt, diesen Brief mit elektronischen Systemen weiter zu verarbeiten und ihm zum Beispiel über eine komfortable Suchfunktion anzubieten. Im nächsten Schritt können wir mit der Textextraktion gezielt Informationen aus dem Dokument auslesen, zum Beispiel bei dem Arztbrief den Namen, das Geburtsdatum und die Adresse des Patienten. Diese Information erlaubt es dann, nachgelagerten Systemen diesen Brief automatisch weiter zu verarbeiten und ihn zum Beispiel in einem Patienteninformationssystem abzulegen. Danach hat der Arzt dann ihn eben sofort und einfach im Zugriff im Rahmen einer Behandlung oder beim Gespräch mit dem Patienten. Das heißt, Ihre Technologien können in verschiedenen Bereichen des Gesundheitssystems eingesetzt werden? Wie können denn zum Beispiel Arztpraxen oder Krankenhäuser Abby-Lösungen nutzen? Ja, das fängt schon bei der Aufnahme an. Dort können die mitgebrachten Dokumente oder auch ein Aufnahmeformular, das der Patient ausgefüllt hat, automatisch ausgelesen und weiterverarbeitet werden. Sie können dann eben zum Beispiel in der elektronischen Patientenakte abgelegt werden und stehen dem Arzt im Rahmen der Behandlung oder des Patientengespräches über eine Suchfunktion schnell und einfach zur Verfügung. Oder denken Sie an ein MDK-Verfahren. Dort ist es nötig, verschiedenste Dokumente in kurzer Zeit zusammenzufassen. Wenn diese Dokumente elektronisch vorliegen und suchbar sind, dann geht das Ganze in Windeseile. Die Krankenhäuser stehen heutzutage unter großem Druck. Das ergab eine Untersuchung des Statistischen Bundesamtes aus dem Jahr 2013. Die Kosten steigen im Vergleich zu den Einnahmen überproportional. Wie können Technologien zur Texterkennung und Automatisierungslösungen hier Abhilfe schaffen? Ja, nun, die Hauptaufgabe eines Krankenhauses ist es natürlich, sich um die Patienten zu kümmern und eine optimale Versorgung sicherzustellen. Auf der anderen Seite ist ein Krankenhaus natürlich auch ein Wirtschaftsunternehmen und muss auf die Kosten achten. Das heißt, wir haben hier einen Widerspruch zwischen den Kosten und dem Ziel der Behandlungsoptimierung. Und das wurde ja in dieser Studie auch angesprochen. Unsere Technologien können eben helfen, diesen Konflikt zumindest zu entschärfen. Zum Beispiel, wenn wir an klassische betriebswirtschaftliche Prozesse denken, dort helfen unsere Technologien, die Bearbeitung von Eingangsrechnungen zu automatisieren und zu optimieren. Aber, und das kennt jeder ja auch, oft ist das medizinische Fachpersonal im Krankenhaus durch Nebentätigkeiten sehr stark belastet. Denken Sie zum Beispiel an die Aufnahme von Essensbestellungen oder die Durchführung von Patientenumfragen. Mit unseren Technologien können die Papierfragebögen, die dort verwendet werden, eben automatisch ausgelesen werden und die Daten dann an nachgelagerte Systeme weitergereicht werden. So hat das medizinische Fachpersonal mehr Zeit für seine eigentliche Aufgaben, nämlich sich um die Patienten zu kümmern. Ihre Technologien kommen nicht nur in Krankenhäusern zum Einsatz. Wie könnte beispielsweise eine Apotheke davon profitieren? Ja, zum Beispiel in niedergelassenen Apotheken, der klassische Fall der Rezeptbearbeitung. Schon während der Patient oder Kunde noch mit dem Apotheker oder der Apothekerin spricht, wird mit unserer Technologie aus dem eingescannten Papierrezept die entsprechenden Medikamente ausgelesen und in der Apothekensoftware wird eine Fehlerprüfung oder eine Prüfung auf Fristenüberschreitungen durchgeführt, sodass eben Fehlabgaben vermieden werden oder auch das Thema Retaxation überhaupt nicht mehr vorkommt. In größeren Apotheken geht es sogar so weit, dass im Hintergrund ein Kommissionierungsautomat schon die Medikamente zusammenstellt, während der Apotheker noch mit dem Patienten spricht. So hat der Apotheker mehr Zeit für das Gespräch mit dem Patienten für die Beratung. Herr Dr. Pausch, auch Lösungsanbieter für Krankenkassen setzen Lösungen von Abby ein.
Können Sie mir hier eventuell konkrete Beispiele aus der Praxis nennen? Ja, gerne. Zum Beispiel unser Partner Atacama stellt Software für gesetzliche Krankenkassen her zur Leistungsabrechnung im Zahnbereich. Die dort in Papierform vorliegenden Heil- und Kostenpläne oder kieferorthopädischen Behandlungspläne werden eingescannt. Die in die Atacama-Software integrierte Abbey-Technologie liest die Formulardaten aus und gibt sie an das Atacama-System zurück. Händische Eingaben entfallen somit, Fehler werden vermieden und das Personal der Krankenkasse hat mehr Zeit für seine eigentlichen Kernaufgaben. Oder nehmen wir zum Beispiel die AOK. Deren Rechts- und Widerspruchsabteilung setzt seit längerem ein sogenanntes Legal Management System ein. Am Anfang hatte dieses System keine Abbey-Texterkennung, was dazu führte, dass es sehr lange dauerte, bis die Dokumente in diesem System aufgefunden werden konnten. Nach Einführung unserer Technologie werden die Dokumente eben verschlagwortet und intelligent den Fällen zugeordnet, sodass eben alle Referenzdokumente zu einem Fall sehr schnell und einfach gefunden werden können und neue Anfragen und Aufgaben effektiv bearbeitet werden können. Welche Trends sehen Sie für die Zukunft im Gesundheitswesen? Ja, ganz klar das Thema Mobile. Schon heute werden in Praxen und in Krankenhäusern Tablet-Computer eingesetzt, um Patientendaten und Patientenakten anzuzeigen. Wir können aber einen Schritt weitergehen und diese Geräte auch zur Erfassung von Dokumenten verwenden, indem sie nämlich einfach abfotografiert werden. Auf dem Gerät läuft dann die Abbey-Software, die die Texte und die Daten extrahiert und es dann eben der Krankenhaus-Software erlaubt, dieses Dokument automatisch weiter zu verarbeiten. Oder gehen wir einen Schritt weiter? Wir können sogar die Patienten integrieren. Heutzutage trägt jeder in Form seines Handys einen leistungsfähigen Scanner mit sich herum, der noch dazu ständig mit dem Netzwerk verbunden ist. Das heißt eben, der Patient kann zum Beispiel eine Überweisung oder ein Rezept abfotografieren. Unsere Software liest wiederum die Daten aus und gibt dann eben das Rezept und die Daten an die Krankenkasse oder ein Medizinportal weiter. Was ist, wenn Sie noch weiter in die Zukunft blicken? Ja, wir arbeiten zurzeit an einer Software, die es eben nicht nur erlaubt, Papierdokumente in elektronisch verarbeitete Dokumente zu überführen, sondern die es auch erlaubt, aus Dokumenten den Inhalt und den Sinn zu erschließen. Und hier schließt sich jetzt eben der Kreis. Wenn alle Patienteninformationen in maschinenverarbeitbarer Form vorliegen, dann kann ich mir vorstellen, dass wir in Zukunft diese Technologie hernehmen, um eben Befunde und tatsächliche Behandlungen zum Beispiel zu vergleichen oder auch die in einem KISS kodierte Information, die dort ja in den sogenannten IDC-10-Codes vorliegt, mit den textuellen Informationen in den Behandlungsberichten und so weiter zu vergleichen. Dies führt eben zu einer Erhöhung der Behandlungsqualität und zu verminderten Kosten, was letztendlich den Patienten und auch der Gesellschaft zugutekommt. Herr Dr. Pausch, vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön.